So, weiter mit 9 Live. Ich bin heute mit dem Legendary Colosseum drin. Ich habe jetzt hier gerade schon 2 Clockworks verpasst, weil ich das Aufnehmen ein bisschen verpennt habe. Ist auch nicht so wichtig. Ich bin aktuell mit Ringmaster drin und mit Gilde, ne, nicht ein bisschen mehr als Gilde. Und ja, ich wurde gefragt, hier hast du Lust und so weiter. Und ich habe dann am Anfang gedacht, boah, nee, jetzt eigentlich will ich erstmal essen und so und erstmal in Ruhe. Und dann habe ich mir gedacht, warte mal, das kannst du aufnehmen. Da kannst du jetzt nicht nein sagen, so nach dem Motto. Genau, man sieht ja auch noch, ich bin immer noch ein bisschen am Schreiben, also jetzt nicht mehr hier, aber davor und nebenbei, deswegen habe ich auch ein paar Sachen verpennt und meine Reste waren ungefähr auch so von einem, naja, ich glaube ein 80-Jähriger oder 90-Jähriger würde wahrscheinlich schneller reagieren, aber ja, ich habe einfach noch Sachen nebenbei gemacht und ist jetzt auch nicht so wichtig. Auf alle Fälle, schön hier ist natürlich, man kriegt Colo-Tokens, das ist natürlich ganz schön. Ich weiß übrigens nicht, warum die alle auf einmal einen Akku gezogen haben da, so, weil, keine Ahnung, super random irgendwie. Vielleicht haben die auch eine Gepose gebuggt oder so, weiß ich nicht genau. Ach nee, die sind gespawnt, der andere hat nochmal einen extra Akku gezogen, oder? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, ja, Anzug ist natürlich eine super Sache. Legendary Colo gibt natürlich dann diese krasse Box am Ende. Theoretisch kann man bis zu 3 am Tag farmen. Hier war der Partyleader nur, wie soll man das sagen? Er war ein bisschen zu schnell im Klicken und er hat irgendwie zweimal das falsche Kolosseum ausgewählt. Und, ja, lange Story, kurzer Sinn. Wir haben halt auf alle Fälle nur einmal Legendary Colo gemacht. Und hatten aber auch noch Spaß, das normale Colo zu machen, zweimal. Und so waren es halt dann eben, war es eben nur eine Box und ich kann es euch spoilern, ich weiß nicht, ob ich spoilern will oder spoilern soll. Was wir am Ende rausbekommen haben, war es nicht so krass, ein bisschen useless. Und ich habe bisher irgendwie echt nur mal super viel Pech gehabt bei diesen Boxen. Ich weiß, es sind eigentlich die besten Boxen im Spiel und als ich letztens, wann war denn das? Ich glaube, das erste Mal, als ich hier Legendary Colo mitgemacht habe, und die ersten 2, 3 Male oder so, habe ich dann so ein Video gesagt, so, boah, die Boxen sind voll schlecht und so viel Aufwand und ich verstehe gar nicht, warum das die so teuer verkauft werden, sind doch voll, voll crap und so. Und ich glaube, vielleicht habe ich mich dann angeschrieben, so, dass es gar nicht versteht, weil viele sagen halt, das sind die besten Boxen im Spiel und so. Und ja, ich meine, ich habe es mir dann schon mal durchgelesen, so, aber ich habe mir halt so gedacht, okay, kann halt drin sein, Chance ist halt wieder 1 zu 10.000 oder so nach dem Motto. Ja, okay. Scheinbar halt nicht, aber ich habe halt einfach irgendwie Pech oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich heiße halt nicht Xappi oder Alumitsu oder so. Ich lag da halt einfach nicht rein. Keine Ahnung, ich habe halt. Ich muss in Fly-Fi also mal grinden. Ich muss halt gefühlt immer so. Dieses Safe-Upgrade hat er meistens, laufe ich immer rein und ja, bei mir ist halt immer alles so ein bisschen Grind und so. Wenn ich halt so eine Box aufmache, dann kommt halt da die ersten 10, 20 Mal wahrscheinlich so gar nichts raus, dann brauche ich halt mal 30, 40, 50 Boxen davon oder so, ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Ich sag mal so, bisher habe ich zumindest ein bisschen Pech gehabt. Ich habe eigentlich bisher nur Müll bekommen. Wie gesagt, heute, das war halt im Prinzip einfach nur ein Pride of Victory. Das hätte ich mir auch schenken können, zumal ich hier eins verbraucht habe. Ich habe eins verbraucht und wieder eins bekommen. Und von dem her, ja, war halt es halt irgendwie nicht so direkt lohnenswert. Aber ja, ich meine, vielleicht hätte ich die Dinge auch wirklich verkaufen sollen. Damals waren, glaube ich, 50 Perien wert. Momentan sind die 30 Perien wert. Also ich muss sagen, 30 Perien ist echt eine verdammt. 30 Perien ist verdammt viel. Also, weil ich meine, überleg mal, 30 Perien. Ich meine, man muss erstmal rauskriegen, was 30 Perien wert ist. Das ist schon mal so eine Sache. Ich habe jetzt 3 oder 4 Boxen aufgemacht. Ich weiß nicht mehr genau, 3 oder 4. Und ich habe 3 oder 4 mal nur Müll rausbekommen. Das heißt, es waren 90 bis 120 Perien. Beziehungsweise damals waren die 50 wert. Das heißt, es wären dann zwischen 130 und 150 Perien, die jemand für diese Boxen ausgegeben hätte. Und einfach mal gar nichts rausbekommen hätte. Und ich finde das halt irgendwie relativ krass, weil man halt so, wenn man überlegt, dann so, ja, weiß nicht, keine Ahnung.
ist halt viel Geld und kann halt eben auch dann einfach nichts bringen und so. Das ist halt. Aber wie gesagt, ich bin halt eher zum Moment nicht so im Reinlacken. Das machen halt Gefühle ja gerade andere für mich. Und deswegen kann es auch sein, dass es halt einfach normal ist, dass man normalerweise jeder zweite, jeder dritte Box noch was Krasses rauszieht oder so. Weiß nicht. Keine Ahnung. Aber zumindest ich fühle es halt gerade momentan noch so nicht direkt, diese Boxen. Mal schauen, vielleicht kann ich auch noch ein paar Mal öfter mitmachen oder so. Haben wir auch schon überlegt, ob ich hier generell so ein kleines Team mache zum Farmen oder so. Aber das Problem ist halt, ich habe keinen Tank, ich habe keinen Knight und ich habe auch keine Lakotten für sowas. Ich habe momentan echt so eine krasse Lakottenknappheit. Ich muss wirklich Lakotten von anderen Leuten kaufen. Und die werden halt irgendwie momentan für so viel Geld resellt, was halt echt assi ist. Und naja. Aber gut, so ist das Ganze eben. Und ja, muss ich auch mal zeigen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht Season 3. Bin ich mir nicht sicher. Mal abwarten. Mal schauen, was generell Season 3 ist und so. Und ich meine, momentan ist ja, wie schon erwähnt, ist eine Zeit, die ein bisschen im Umbruch ist und so. Und man weiß es halt auch nicht. Also jetzt nicht auf Live bezogen, sondern so jetzt voll egoistisch auf mich bezogen, weil ich halt auch nicht weiß, so werde ich halt jede Season jetzt spielen, werde ich immer da sein, werde ich so nach dem Motto heißen, wisst ihr? Und mal schauen. Genau, hier ist übrigens der Endboss, falls den jemand noch nicht gesehen hat. Das Ding ist ziemlich fett und ich wollte das Ding auch immer screenshotten. Bin allerdings am Screenshotten gescheitert, weil dieses Ding einfach so groß ist und man hier drin auch nicht fliegen kann und so. Deswegen habe ich nie wirklich einen Screenshot davon machen können. Und ja, genau. Im Prinzip kann man sagen, das ist halt mal so ein bisschen meine Erfahrung mit dem Kolosseum. Man sieht übrigens schon, die Leute hier machen unglaublich heftigen Damage. Also ich meine, ich würde gerne so viel Schaden machen und ich glaube, das AOE will Poster jetzt zu so DPS-mäßig. Ich meine, du hast halt so, du hast Probleme als AOE will Poster. Du kannst kein Glockbox machen. Kolosseum ist so. Ja, es ist okay, aber auch nicht mehr, so nach dem Motto. Und ich meine, so sehr ich AOE Able Poster lieb und gut finde, desto mehr überlege ich halt momentan wirklich, was in nächster Season spiele. Also ich meine, AOE Able Poster ist für das, was er kann, wirklich sehr geil. Ich habe gestern gefarmt, nee, vorgestern gefarmt, ich habe 30 PR in einer Stunde gemacht. Plus 4x Blues verkauft. Das waren nochmal ein paar Pierinen. Und diese Quest-Items verkauft. Was am Ende 39 PR ausgemacht haben. In einer Stunde Farmen. Und 3500 Angel Coins und 1000 Glockwax-Boxen. Und ja, das war eigentlich ziemlich nett, wenn ich ehrlich bin. Und genau, hier Achievement bekommen, Box bekommen und tja, das war es im Prinzip so von dem Ganzen. Irgendwie auch noch einige Tokens bekommen, 1500 Token mal 1,9 Millionen verkaufe ich die meistens. Ist natürlich gut und gibt natürlich auch nochmal ordentlich Geld, wenn man es verkaufen will. Baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit.